Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir hier mit Victor gesprochen und haben einen, sagen wir mal, Waffenstillstand. Das führt auch zu nichts. Halt ein Maul. Haben wir einen Waffenstillstand, ja, könnte man so sagen, haben wir besprochen. So. Mein Kopf. Ja, meiner tut auch weh. Frage, was machen wir jetzt? Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Und sonst hatten wir nur so Solala-Missionen, ne? Die mich jetzt nicht so kicken. Schadensbegrenzung. Das wird übel, ja. Das wird übel. Wir haben 4 Lernpunkte. Wir könnten eigentlich mal eben zur Bastion und gucken, was man so leveln könnte. Das könnte man mal machen. Dass wir vielleicht 1-2 Punkte in... den Punkt in Nahkampf kriegen wir noch nicht, ne? Wir könnten aber unsere Resistenz ein bisschen erhöhen, sprich Verteidigung. Aber wo ging das denn nochmal? Ging das bei Tilak? Warte mal. Ich habe schlechte Neuigkeiten aus Tavar. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber... Was denn? Hau raus. Okay. Da! Da hat sich einer nicht dran gehalten, würde ich sagen. Gerüchten zufolge hat der Patriarch Victor seine Truppen in Stellung gebracht und will das Fort angreifen. Oh nein! Verdammt, ich habe so etwas geahnt. Jemand muss sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Dieser Mistkerl. Ich werde ein ernstes Wörtchen mit Victor reden müssen. Wenn überhaupt jemand etwas gegen seine Strafexpedition tun kann, dann bist du es. Viel Glück. Oh Gott. Nicht, dass du dich wunderst, Kleriker Falk ist zuweilen etwas merkwürdig. Nicht, dass du dich wunderst. Kleriker Falk ist zuweilen etwas merkwürdig. Kleriker haben ihre strikten Grundsätze. Das kann gut oder auch schlecht sein. Einsatzempfehlung? Wir werden sehen. Verstehe. Schau ich mir an. Vielen Dank für die Nachricht. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Ich werde es versuchen. Kann ich das schon machen? Nein. Stärke 75. Das wird richtig teuer. Das kann er nicht beibringen, aber das kann er beibringen. Extra Life Points. Ja, extra Life Points, ja, auf jeden. Dann würde ich das noch machen und dann würde ich tatsächlich ich weiß, dass ich es nicht so viel benutzen werde. Und jetzt? Ich würde jetzt den noch leveln und dann würde ich tatsächlich noch mal 1-2 Punkte auf Magie gehen. Ja, machen wir. Magie. Wir sind ja nicht ohnehin Berserker geworden. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen so mit Magie kämpfen, ne? Also dieser Feuerball ist ganz nett. Ich check nur nicht, wie man damit zielt. Oder beziehungsweise damit trifft. Probieren wir es mal. Da-da-da-da-da. Warte mal, bevor ich das mache, Fähigkeiten. Komm, haben wir hier einen? Ah, Halla, die kann das, ja, perfekt. Bring mir was bei. Ja, perfekt. Gehen wir einen Punkt da drauf. Siehst du, brauchen wir schon 85 Konstitutionen.
Okay, und dann würde ich sagen, was machen wir denn dann? Ja, da brauchen wir Intelligenz 60. Der Schaden wird weiter erhöht. Der Zauber macht viel Schaden. Du verursachst maximalen Schaden. Wir machen jetzt 161 Schaden, richtig? Warte mal, ich mach mal den aus eben. So, Inventar. 161 Schaden, Mann. Ist eigentlich auf jeden Fall deutlich besser wie 56. Okay, ja, das ist doch, glaube ich, ganz nett soweit. Was sagt denn unsere Ausrüstung eigentlich? Wir brauchen noch ein Level, dann können wir Erzberserker werden. Eigentlich ganz geil. Wie viel Kohle haben wir? Gar keine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du einen neuen Punkt hier? Danke, dass du Dex gefunden hast. Er behauptet, er hätte einen Mann getroffen, der sich als Vadek vorgestellt hat. Wenn dein Vater wirklich noch lebt, dann hat er ihn auch gesehen. Ich weiß nicht. Dex lügt nicht. Jedenfalls nicht bei einer solchen Sache. Und das weißt du auch. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Na klar, danke. Sehr schön. Außerdem, wer hätte sich sonst als Vadek ausgeben sollen? Würde das irgendeinen Sinn ergeben, wenn es nicht wirklich Vadek war? Also ich überlege gerade, ob ich nochmal zur Bastion reise und so ein, zwei Begleiter volllabere. Wegen Begleiterquest. Oder ob ich jetzt einfach Hauptmission mache. Ha. Ich schlaf mal eine Nacht drüber. Ich hau mich mal eine Nacht hin und dann morgen früh weiß ich Bescheid. Sehr schön. Na schön. Machen wir weiter. Alles klar, wir machen eine Hauptmission. Weiter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stück. 18, der Anführer auch noch. Okay, die sind hier, alles klar. Da kann ich ja direkt da zu Fuß hinlaufen. Also ich habe ein bisschen mehr Lebenspunkte, ich habe Rüstung und ich habe neuen Magieschaden. Ich würde sagen, wir sind ganz gut gewappnet. Müssten rein theoretisch schon hier sein. Hä, war diese komische Kuppel da letztes Mal auch schon da? Wo sind denn die? Sind die schon hier? Die sind noch dahinter. Ah, auf dem Hügel-Dingsbums drauf, da auf der Klippe. Ah, mein Kopf! Da hat er uns wahrscheinlich verarscht, der feine Herr. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Es geht los. Also ich will auf jeden Fall später noch diesen Flammenregen oder wie auch immer man den nennen soll. Den würde ich gerne noch lernen. Also den mache ich auf jeden Fall auch noch. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt hier hochjette, da kriege ich schon von den ersten auf den Sack, richtig? Das war jetzt nicht die cleverste, da sind sie schon. Das ist wahrscheinlich der Anführer. Ja.
Okay. Jetzt gibt's auf die Fresse. Oh ja. Okay, da ist schon der nächste. Das schneide ich dir. Alles klar, okay. Schau mal drauf. Wir müssen irgendwie von der Seite angreifen und nicht direkt reinpullen. Am besten von da hinten irgendwie. So, den einen oder anderen wegziehen. Ich erledige ich am Handlung. Oh, da kommt noch mehr. Okay. Jetzt wird der Feuerregen sein. Oh, Deckung. Strafer. Okay. Boah, fuck. Okay, kein Plan, wo die auf einmal alle wegkommen. Schon da. Alles klar. Komm, ich renne einfach mal querfeld ein. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ja, schleich mal. Ich komm gleich zu dir. Ich muss die ganze Sache nur anders angehen. Und tschüss. Okay. Ich glaube, von hier sieht das alles schon ganz anders aus. Der Flanke sieht es schon ein bisschen einfach aus. Komm, den schnappen wir uns direkt. Jetzt gibt's auf die Fresse. So, einen haben wir. Wo sind die nächsten? Da kommt einer. Da links sind auch noch welche. Muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viele ranhole. Ich lass dich nicht hängen. Okay, wie viel haben wir? Drei. Okay, den kriegen wir hin. Das machst du nicht ungestraft. Okay, ah, da kommt der nächste. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Scheiße! Fuck! Ich muss mich heilen. So, bumm. Heile Rilski. Bum, 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 bum. Passt. Okay, wo war der Boss? Der haut wieder ab, oder was? Ah, da kommt einer. Die kommt schon. Das war dumm. Pass meine Frau nicht an. Oh, wow, wow, right here. So, den haben wir. Den haben wir auch. Dich erledige ich im Okay, komm her. Ein Freiwilliger. Ein Freiwilliger. So, das klappt doch schon mal ganz gut. Zumindest jetzt. Die Gartenschwere. Okay, hier sind alle weg. Ich glaube, dann kann ich hier schon vorsichtig anfangen zu plündern. Dunkles Helix. Hier auch nochmal dunkles Helix. Sie kommen. Moin moin. Du willst Ärger? Ja. Kannst du haben. Will ich. Bleib hinter mir. Ja, komm her. Mana war zuerst tot. So. Gut, wieder zwei weniger. Und nicht einen Kratzer diesmal abgekriegt. So, komm, plündern wir mal die Truhe hier. So. Habe ich das Schild? Schilde kämpfe ich nicht mehr. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Eine Lampe nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Den hoch. Ich Komm schon. Ich soll meine Frau in Ruhe. Und du hörst auf, hier Granaten aufzuschmeißen. So. Kero. Und jetzt so ein Feuerregen, klatsch, klatsch, da rein. Beiden Deppen, drei. Der Anführer kommt auch. Komm. Dich hole ich mir. Oh, Schatz, gib ihm Feuer. Boom!
Feuer! Also diese Rüstung von dem einen, die sah schon geil aus als das, was die hier haben. Er macht schon krassen Damage. Okay, da ist das Ding. Da ist das Ding. Hier ist er, legt die Füße hoch. Wer liegt denn hier hinten? Eine tote Ratte. Dich hole ich mir. Okay. Ich würde gerne wissen, was Realitätsschaden eigentlich macht. Oh mein Gott. Der hat wehgetan. Nein! Fuck! Scheiße! Es lief so gut. Hab ich einmal nicht aufgepasst. Treibe ich dir aus. Ja? Er trifft erstmal die Waffe. Schiss ab. Also die Rüstung sieht schon mega geil aus. Ich häng fest. Ich im Handumdrehen. Oh, noch einer. Kümmerst du dich drum? Bleib hinter mir. Oh, fick dich. Wo ist er? Du machst das schon. Ich bin stolz auf dich. Ich bin wieder da. Ich bin wieder runtergeprügelt. Vorsicht! Ja, komm her. Einmal nicht aufgepasst, ist das Leben wieder futsch. Dafür habe ich einen Heiltrank geopfert. Ist da schon wieder eine Ratte verprügelt. So. Jetzt speichere ich mal eben hier. Oder auch nicht. Hier im Blutigen Burger. Flutsch. Aber so viele können es nicht mehr sein, glaube ich zumindest. Erstmal wird hier geplündert, in aller Seelenruhe.
Burger. Geil. Jetzt geht's rund! Oh. Oh. Ich erledige dich im Handtuch. Hier werde ich mit Victor noch einmal neu verhandeln müssen. Scheiß Morkons. Gut, dass ich mich denen nicht angeschlossen habe. So. Lecco mio. Victor, wo bist du? Hau dir einen vorne Latz. Man legt sich nicht ungestraft mit dem Weltenverbesserer an. Nicht schlecht. Vereinbarungs... Victor. Bumm. Kare. Oh, Victor ist hier in der Nähe. Ich habe so die leise Ahnung, dass ich Victor jetzt umhauen muss. Deswegen hau ich mir mal eben Snack rein. So. Bumm. Vorsicht ist besser als Nachsicht. So, ist hier noch ein ungebetener Gast, der mir dazwischen funken könnte? Nope. Okay, let's go. Gucken, was er zu melden hat. Verdammt nochmal! Was ist da draußen passiert? Warum steht Tavar immer noch nicht in Flammen? Ich habe dafür gesorgt, dass du deine Vereinbarung einhältst. Verdammt! Du Mistkerl! Hast meinen sicheren Sieg über die verdammten Ketzer des Westens vereitelt! Du Idiot scheinst immer noch nicht zu begreifen, worum es hier geht. Die Skyans werden uns einatmen und wieder ausspucken, wenn wir unsere Streitkräfte in solchen Kleinkriegen aufreiben. Ach, dein Gerede ermüdet mich. Solange du nichts Handfesteres hast als das bisherige Geplänkel, werde ich weiter an meinem ursprünglichen Plan festhalten. Am besten gehst du mir in nächster Zeit aus den Augen. Deine Gegenwart widert mich an. Und falls du dich fragst, warum ich dich nicht auf der Stelle getötet habe, ich habe da leider noch eine gewisse Verwendung für dich und deine lächerliche Truppe in der Bastion. Das wirst du noch merken, wenn die Zeit reif ist. Ah ja, aber ganz ehrlich, hat er gedacht, mit diesen 17 Mann, die da unten rumstanden, ne? Diese 17 Mann, die wir hier jetzt gekillt haben, hätte der ganz die ganze Bastion Dingens da hinten eingenommen? Das glaubt der doch wohl nicht im Ernst. Da war der aber ein bisschen übermütig, der feine Herr. So, Freunde, hier würde ich sagen, machen wir einen schönen Abschluss zur Folge und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschö mit Lü.